Moin, moin, ihr Quad-Verrückten. So, ich bin heute unterwegs zu der Firma Quattrotec. Wir haben alle Ersatzteile für meine Heilüfter bekommen und heute wird sie zusammengeschraubt. Ja, und wir sehen uns nach dem Intro gleich bei Rudi im Laden. So, jetzt wird es gereinigt. Easy. Das ist mein vorderer Diff. Du machst ja das immer schmutzig. Ja, muss, ne? Ich muss immer sauber machen. Genau. Kennst du das? So, ich und Andreas bauen den vorderen Diff zusammen. Der Rudi bereitet erstmal alles für die Schweißnaht vor. Und dann wird geschweißt. Ja. Irgendwie kriegen wir das schon zusammen. Das sieht echt böse aus, aber und so viele Teile auch noch. Aber das kriegen wir hin, oder? Was sagst du, Andreas? Ja, ne? Das kriegen wir nicht hin. Doch, das muss. Das muss laufen wieder. So, der Rudi muss erstmal die Schweißnaht sauber machen. Stop and go. Hallo. Zum Schweißen. In dem Fall jetzt für den Rahmen zu schweißen, könnte man zwei Schweißverfahren anwenden. Einmal das MIG-MAG-Schweißen, das was wir jetzt auch machen. Oder das WIG-Schweißen, sprich das Lichtbogenschweißen. Die schönere Variante ist das WIG-Schweißen, das Lichtbogenschweißen. Allerdings bringt man sehr viel Hitze ins Material und es verzieht sich. Deswegen bevorzugen wir hier heute das MIG-MAG-Schweißen. Das ist ein normales Auftragschweißen mit Draht, Schutzgasschweißen. Und wir bringen bei weitem nicht so viel Temperatur ins Material, dass sich das verziehen kann. Genau, Rudi. Und dann verstärken wir auch die Naht noch, ne? Und mit diesem Knotenblech, oder nicht? Wir machen hier hinten Knotenblech. Genau. So, jetzt schweiße ich zuerst mal die Geschichte. Meister Rudi am Schweißen. An der Heilüfter. Da freut sich der Meister Rudi. Eine Frage habe ich noch an dich. Viele Zuschauer haben bestimmt schon oder mich angeschrieben wegen Rahmenbruch, dass wir jetzt den zusammenschweißen, ob er seine Zulassung dann verliert. Ist das so oder nicht? Grundsätzlich immer eine Auslegungssache. Rahmen dürfen unter Umständen natürlich geschweißt werden, auch verstärkt werden. Wird ja allgemein viel gemacht. Natürlich vom Schweißfachmann muss er geschweißt werden, es muss fachgerecht ausgeführt werden und in der Regel müsste es dann anschließend auch dem TÜV vorgeführt werden zur Abnahme. So, wenigstens zeigen. Der TÜV ist autorisiert, die Sachen abzunehmen und zu sagen, okay, das ist gut gemacht und fertig. Es können ja auch ganze Rahmen neu gebaut werden und TÜV abgenommen werden. Geht natürlich. Punkt und Fakt ist, ein Quadrahmen wird gerichtet und ein Quadrahmen wird auch geschweißt, Rahmenbrüche werden geschweißt und wir reden hier nicht über ein Motorrad, was mit 300 über die Autobahn ballert. Genau. Wir fahren modern und das liegt immer im Ermessen desjenigen, der es auch in Stand setzt und es muss in Ordnung sein. Ja. Also machbar ist, das muss halt abgenommen werden. Genau. Gut. So, das ist jetzt nur für und die Zuschauer. Auch machen. Die Frage war wichtig, so denke ich mal. Ja klar, ist okay. So, Rudi. Ja. Erzähl mal, was machst du jetzt hier? Ja, was machen wir jetzt hier, Anton? Wir sind natürlich in meiner Heilüfter dran, an deiner Geliebten. Bei dem letzten Video haben wir gesehen, die Schweißarbeiten des Rahmens sind ein bisschen umfangreicher geworden. Die haben wir natürlich hier heute gemacht, haben aber eben schon was zu gesehen. Ja, das zeige ich euch nachher noch. Genau, so, jetzt sind wir gerade an den Differentialen dran. Wir haben beim letzten Mal gesehen, die Kegel, Tellerrad, vorne, hinten, das war alles ziemlich defekt reingelaufen. Das hat natürlich mehrere Gründe, aber auch, dass du ihn unbedingt nicht so top gepflegt hast. Ne? Das macht ja für die Zukunft besser. Also, ja, ich verspreche dir, ich mache das. Gut, ich mach okay, das. Ne? So, dann setzen wir das jetzt alles in Stand. Da muss ich zuerst mal zu sagen, lieben, lieben Gruß an die Firma Dietz, 4x4 and More. Das sind wirklich super top Leute. Ich habe da angefragt, habe gesagt, immer, wir machen ja hier ein bisschen Arbeit für den Usbek Offroad und können da nicht was machen und die haben uns nochmal extra Prozente gegeben. Wirklich liebe Leute, danke nochmal dafür. Ich möchte auch ein Dankeschön, riesen Dankeschön ja, dafür super sagen. Ne? So, wir machen hier den ganzen
Schmiss und regeln alles, aber ohne die Leute, die die Teile dazu geben, ist das auch problematisch. Ihr wisst, ja, das kostet einen Haufen Geld. Die haben uns hier wirklich viele Teile zu einem sehr, sehr günstigen Preis verkauft. Dietz 4x4. Das ist jetzt, Rudi, das ist jetzt das komplette hintere Differential, komplett. Komplett genau. Das hintere Differential haben wir jetzt hier. Wir haben bekommen bzw. gekauft das Innenleben des vorderen Differentials, Kegel-Tellerrad. So, das ist von den Leutchen. Damit das aber von alles der Firma Dietz. Dietz 4x4. Dietz 4x4. Auch ihr Polaris-Teile, ruft bei Dietz an und holt euch da die Teile. Ihr werdet da top beraten und Preise sind in Ordnung, macht es. Natürlich auch neue Fahrzeuge, super da. Ich kann den Laden nur empfehlen, sind tiptop drauf. Also ich kann es auch nur empfehlen, weil alleine schon, dass er mir so aushilft. Genau. So, damit die ganze Sache aber auch Hand und Fuß hat, was wir hier machen, verbauen wir natürlich auch diverse andere Teile, die dann natürlich vom Profi-Parts-Hersteller J-Parts kommt. J-Parts produziert Teile für alle möglichen Premium-Hersteller und verbessert die Performance um einiges. Heißt, andere Lagersätze, andere CNC-gefräste Teile, Abdeckungen, Lagersitze, alles das, was beim Hersteller, ich würde mal nicht sagen, schlecht gemacht wurde, sondern suboptimal konstruiert wurde. Das haben wir in allen Bereichen irgendwo. Ja. So, da setzt halt J-Parts an, so wie ich es verstehe jedenfalls, und produziert dafür Teile. Egal ob Polaris, Can-Am, CF Moto, eine recht weite Palette. So, auch hier verwenden wir jetzt für das vordere Diff dieses CNC-gefräste Aluminiumteil. Anton, du sagst, die reißen gerne bei Polaris. Die reißen, also wenn man in Allradmodus ist und bei Sofortstatigen, reißt das hier vorne ab, hier an den Schrauben. Und das hat er hier nachgebessert mit besseren Materialien. Genau, so sieht man auch, ist auch ein viel besseres Teil. J-Parts verwendet nur SKF-Lagersätze, auch den haben wir, SKF-Lagersatz, wir haben den Simmering-Satz von J-Parts jetzt drin im vorderen Diff, bauen das damit neu auf. Das hintere Diff lassen wir natürlich so zusammen, wie es ist, wir werden es nicht als Neuteil auseinander machen, es ist nicht nötig. Ne? Der Anton hält jetzt alles im Auge und wechselt Öl und sollte da irgendwo was sein, wir müssen es mal aufmachen, dann machen wir es auf und dann werden wir natürlich auch schauen, dass wir J-Parts-Teile da in dem Diff verbauen. Auf jeden Fall. Aber auch hier als J-Parts kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Auf jeden Fall, die Teile sehen gut aus, sind schlüssig, passen super, preislich attraktiv, kann man nur empfehlen, auf jeden Fall. So, und jetzt schmeißen wir den ganzen Mist mal ein bisschen zusammen und gucken, dass wir ein bisschen Arbeitsleistung. Genau, die Heillüfter muss laufen. Die muss laufen, genau. Also, sieht echt kompliziert aus mit dem vorderen Diff. Anton, nimm schon Kaffee. Ich mach mir gleich selber eins, ja. Aber ich denke mal, unser Andreas, der schafft das schon. Bester Mann. Rudi sagt ja auch, entweder gehst du Polaris oder zum Russen. So, wir sind leider jetzt nicht bei Polaris, aber wir sind bei dem Russen. So, das vordere Differential ist schon fast fertig. Wie neu. Andreas, wie neu, oder? Ja, wie neu. Du siehst so glücklich aus. Fast. Deine kaputt ist. So, das hintere Differential baut Rudi ein und er ist wieder glücklich. Jawohl. So, ich wollte euch nochmal die Schweißnaht zeigen, wie das jetzt geworden ist. Also hier haben wir jetzt komplett drumherum geschweißt und einmal das Knotenblech als Verstärkung rein. So, es wird langsam. Das hintere Differential ist drin und der Rest, ich denke mal, das wird kein Problem werden, oder Rudi? Das denke ich auch. Schmiernippel. Weißt du, wie funktioniert Fettpresse auch? Ja, ich weiß, wie eine Fettpresse funktioniert. Fettpresse. So, Andreas, zeig mal, was du mir da Schönes eingebaut hast. Hier ein Fettnippel, oder wie Guck nennt mal, sich das da? Zwei neue Kreuzgelenke.
Einmal zwei neue Kreuzgelenke. Einmal innen, Junge, einmal außen schmieren. Ich sag doch, das wird ein Panzer hier noch. Ja. Zeig das nochmal. Jetzt wird das zum Standard. Schmiernippel. 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 Ja, gut, ich hab's verstanden. Ich freue mich schon auf Schmieren. Quattro-Tech. So, der Rudi hat einen Tipp für uns. Ja, los, erzähl mal. Eine neue instand gesetzte Antriebswelle, Carbonwelle, ja. Zwei neue Kreuzgelenke. Ja. Top, ne? Und top. Siehst du, schön abgeschmiert, ne? Ja. Für die Zukunft, weißt du, abschmieren. Genau, ne? Ich habe also, ich weiß nicht, ob man das jetzt so auf Kamera sieht, aber ich habe jetzt zwei Schmiernippel bekommen. Genau. So, und kleiner Tipp am Rande von uns, nehmt beim Abschmieren salzwasserfestes Fett. Da gibt's nur das hier, gebt das mal ein, salzwasserfestes Fett für alle Lager abzuschmieren. Top. Hält ewig lange und ist super geil. Oh. Kleiner Tipp, Schraubertipp am Rande. Gut. Ja? Das nehmen wir zu Herzen. Kostet 5 Euro eine Kartusche. Na, das ist nicht viel. Ist bezahlbar, ja. Und okay. Finde ich auch. Auf jeden Fall kannst du nur empfehlen, immer zu nehmen. Ja. Und wo wir einmal mit Fett dabei sind, beim Einsetzen, ja, genau. Hier. Genau. Und das mache ich auch immer. Da muss am besten auch salzwasserfestes Fett rein. Ihr seht schon, wie das Fäden zieht. Das ist ein richtig biestiges Zeug. Und das geht auch so schnell nicht ab. Schön mit Fett einsetzen, weil hier kommt immer Wasser, Sand rein, genau. Und macht eure Antriebswelle kaputt. Also schön abschmieren, wenn ihr die mal raus habt. Wichtig, Anton. Abschmieren. Aber das habe ich auch gemacht, Rudi. Gut. Ich habe immer, wenn ich abgemacht habe, abgeschmiert. Perfekt. Nur halt nicht mit salzigen Fett. Ne, wie, Salz, was? Wasserfesten Fett. Salzwasserfesten Fett. Genau, das hat weniger was mit Salzwasser zu tun, aber es ist extra fürs Marineausrüstung, ja. Salzwasserfest. Ja. Und das gibt es nur dieses Fett. Und das ist auch immer grün. Also Jungs, ein kleiner Tipp für euch. So, wir kommen der Sache näher. Jetzt haben wir schon die Ware fast zusammen. Das Diff ist wieder drin. Ein neuer Riemen ist drauf. Aber es muss noch viel gemacht werden, ne, Rudi? Ja, aber vorne freue ich mich schon drauf. Mit dem ganzen Lenkungsscheiß. So, Rudi, zeig mal her. Ja. Hier, einmal von J-Parts für die Lenkung, weil Polaris hat immer Probleme hier mit der Lenkung, hier, dass man wackeln kann, hin und her. Mit Schniernippel. So, auch da kommt J-Parts rein. Top. So, zweiter Tag. Die Reifen sind schon mal dran. Fehlt eigentlich nur noch Ölwechsel, ne? Machen wir noch, Rudi? Richtig. Und dann kann die Verkleidung eigentlich dran, oder? Klar. Und dann ist sie doch fertig. Ja, das Schmuckstück. Wir müssen nachher noch mal ein bisschen erklären, was wir alles gemacht haben, Rudi. Ja, machen wir. Ne, machen wir zum Schluss. Genau. Was? Wir haben eine Probe von dem alten Traktoröl aufgefahren. Wieso? Können wir verschicken. Original Usbek Traktoröl. Ja, mir ist ja egal. So, Leute, der Panzer ist fertig. Rudi ist glücklich. Der sieht so glücklich heute aus. Das ist geil. Rudi, wir haben nicht mehr viel, ne? Nur noch die Spureinstellung und eine kleine Probefahrt, ne? Richtig. Genau. Und dann hoffen, dass alles hält. So, Leute. Usbek Offroad Polaris Check. Coming out. Polaris Check bei Quattrotec. Der Anton traut sich gar nicht von der Bühne zu fahren. Er kann gar kein Offroad mehr fahren. Und gleich knallt er mit dem Kopf oben gegen die Tür. Wetten. Haha, da kommt er stolz. Stolz wie ein Hähnchen. Wir sind endlich fertig. Jetzt haben wir einen Panzer. So, erste kleine Probefahrt. Ja, ein Röhrchen fehlt, es, aber egal. Wir haben die Schelle kaputt gemacht. Kein Ersatz da.
So. Also, an der Lenkung spüre ich schon den Unterschied. So, mal gucken hier. Können wir hin? Das ist wie Tag und Nacht mit der Lenkung, das spüre ich sofort und boah, Hammer. Ja, top, funktioniert erstmal schon mal geil. Rudi, das ist wie Tag und Nacht mit der Lenkung. Ohne Scheiß. Ich bin so glücklich, dass wir das doch gemacht haben, alles. So, Rudi ist glücklich. Rudi, erzähl doch mal was. Die Polaris ist jetzt fertig. Polaris ist jetzt fertig. Genau. Jetzt erzähl doch mal, was wir alles genau getauscht haben oder gemacht haben. Sprengt den Zeitrahmen, aber ich will kurz erklären, was wir alles gemacht haben. Genau. Ursprung kennt jeder, Rahmenschweißen. Gemacht wurde, der Rahmen wurde geschweißt und verstärkt instand gesetzt, das Hinterdifferential komplett ausgetauscht, das vordere Differential mit Neuteilen instand gesetzt und wieder eingebaut, alle Öle wurden gewechselt, Getriebe gespült und unendlich viele Kleinigkeiten gemacht, Radlager, Spurstangenköpfe und viele, ja, viele Sachen von James Barnes eingebaut. Riemen, Ölwechsel, überall. Genau. Das komplette Programm. Genau. So, dass das Fahrzeug jetzt wieder on the road, beziehungsweise Neuzustand im Offroad gehen kann. Ja. Ready to race, ja, to Polen. Russische Panzer. Ja, das sagst du immer, russische Panzer. Ja. Ja. Genau. So, Rudi, jetzt wollte ich aber noch eins wissen. Ich wollte eigentlich wissen, was du genau in deinem Laden so treibst. Gut, was du eigentlich machst. Was treiben wir in unserem Laden hier? Wir treiben in unserem Laden als Vertragshändler CF Moto und Stealth. Eigentlich ein klassisches Quad-Geschäft. Haben auch Motorräder dazu genommen letztes Jahr. Die Marke Benelli, da sind wir auch sehr glücklich mit. Aber unser Kerngeschäft ist einfach das Quad-Geschäft. Das ist unser Kerngeschäft. Was auch mit hinzugekommen ist über die Jahre, ist eine recht professionelle und deutschlandweite Instandsetzung für Can-Am-Fahrzeuge bzw. Can-Am-Motoren und Getriebe. Hm. Das baut sich immer mehr aus. Wir machen da einen recht guten Service, denke ich, kriegen auch immer gute Bewertungen, haben keinen Rückläufer gehabt. Machen Motoren, Instandsetzungen als Austauschmotoren von Hamburg über Leipzig, München, egal, ja, deutschlandweit. 4 Stunden Wechsel hier vor Ort und der Kunde kann mit einem neuen Motor mit Garantie nach Hause fahren. Genau. Vor allem muss ich erst vorher erst anmelden. Auf jeden Fall. Nicht einfach so vorbeikommen, hier, mach mal den Motor. Nein, wir müssen ja auch, das sind ja Austauschmotoren, die werden hier vorbereitet, komplett überarbeitet, neue Wellen rein, Zylinderköpfe, alles wird neu gemacht. Und dann ist ein Aggregat fertig und dann gibt es halt die Vorlaufzeit und dann wird der Motor gewechselt und natürlich auch andere Arbeiten an den Fahrzeugen gemacht. So, aber das sind so quasi diese 4 Standbeine, was wir hier machen. Mhm. Natürlich machen wir alle möglichen Marken im Service hier in der Werkstatt, selbstverständlich, und natürlich Ersatzteil-Service, aber wir haben keinen klassischen wir haben keinen klassischen Online-Shop und wir brauchen ja auch keine 500 Anrufe am Tag, um zu fragen, kannst du mir 2 Zündkerzen zuschicken? Ja. Ne? So schaut das aus. Ja. Dafür gibt es andere, die halt so Quad-Teile, 24 und irgendwie was, wo man so Kleinteile bestellen kann. Ja, gut. Ne? Natürlich zu den Ersatzteilen, Can-Am-Geschichte und alles, was die Motoren auf und runter angeht, verschicken wir auch. Ne? Also durchaus selber Schrauber, Zylinder, Kurbelwellen, Lagersätze, das komplette Programm, alles was man benötigt, kann man natürlich auch so käuflich bei uns erwerben und selbst brauchen, wenn man meint, dass man sich das zutraut. Rudi, eine Frage habe ich noch. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe eine zu Hause Maschine stehen, Motorschaden.
Ich baue den Motor ab, kann ich es dir zuschicken? Ja. Dass du das hier auch anguckst und mir sagst nachher, was Sache ist und so, und dann würdest du das auch in Stand setzen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Hört sich doch gut an. Wurde auch gemacht, dafür haben wir heute Spedition. Anfang nächste Woche kommt auch per Spedition ein Fahrzeug hier hin, ja. Eine Renegade aus dem tiefen Süden. Auch bekommt ein Austauschaggregat rein, wird instand gesetzt. Und genauso gut werden uns auch die Motoren auf Palette zugeschickt. Ist bezahlbar, sind 100 Euro für eine Palette, sowas, einmal hin und her, one way, passt. Wird instand gesetzt, ist eh ein Austauschaggregat, aber am liebsten natürlich immer direkt hier vor Ort mit Kunde und anschließend Probefahrt nach Hause. Und dann ist auch eine richtige Garantie zu gewährleisten bei den Motoren und alles, was verschickt wird. Anton, du weißt, wie es ist. Ja. Die einen können schrauben, die anderen können nicht schrauben. Ja. Ist entlüftet worden, ist nicht entlüftet worden. Sprengt auch den Rahmen hier. Aber da ist immer problematisch, wenn anschließend ein Problem da ist mit jemandem aus München, ja, der sich den selber eingebaut hat und er läuft dann nicht. Doch. Also einfach nur anrufen, nachfragen, was genau geht oder was kann nicht man geht. Abchecken. Rudi erklärt euch das schon. Klar, es lohnt sich auch oftmals nicht, es wirklich selber zu schrauben. Wir sind hier recht, denke ich, professionell gut aufgestellt, das zu machen. Und preislich ist das auch bis jetzt, was wirklich noch niemals jemand zu teuer passt. So, und ich sag jetzt erstmal auch an Firma Quattroteig, dem Rudi, ein riesen Dankeschön. Aber auch an die Firma für Firma Dietz. Firma Dietz nochmal. 4x4. Genau, und an J-Parts, dass sie mich hier mit so Ersatzteilen versorgt haben. Und top. Also, wenn ihr was wissen wollt, die Firma Dietz ist ein Polaris-Händler. Ne? Richtig. Da könnt ihr gerne anrufen, auch hier nachfragen, was Sache ist, und oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, die versenden auch gerne Ersatzteile an in ganz Deutschland, weil das ist kein Ding. Ne? Ja. Anfragen, die sind kompetent, nett und freundlich, die helfen gerne weiter. Genau. Anfragen. Und bei J-Parts, da könnt ihr auch auf der Seite, ich werde das alles nochmal verlinken in der Videobeschreibung, die ganzen Firmennamen und so, wo ihr da die findet. Ja, und J-Parts hat ja halt dann verbesserte Teile, oder wie sagt man das? Genau. Ne? Ja. Also, ich sag schon mal tschüss. Ein riesen Dank an die Händler, die mir geholfen haben. Ne? Rudi, Dankeschön, riesen Dankeschön an dir. Hier aber auch Andreas, der hat mitgeschraubt. Oh ja. Ne? Wir haben alle gekämpft. Genau. Ja. Und ich sag schon mal ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.